So, lange ist mir gemacht. Wie ging das jetzt nochmal? Das ist mein Zettel. Hier. Als erstes begrüßen und Kanalnamen nennen. Hallo und herzlich willkommen zu Kochs Vegan. Dann versprechen, dass es in nächster Zeit mehr Videos geben wird. In Klammern klappt eh wieder nicht. Es kam ja schon lange nichts Neues mehr von mir, aber ich verspreche euch, in nächster Zeit wird es auf jeden Fall wieder regelmäßig Kochvideos von mir geben. Dann Rezept nennen. Heute machen wir eine glutenfreie Pizza mit Nusskäse, die auch ziemlich schnell und einfach zubereitet werden kann. So, und dann umdrehen und los geht's sagen. Los geht's. Okay, das war ja ganz easy. Hallo und herzlich willkommen zu Kochs Vegan. Es kam ja schon lange nichts Neues mehr von mir, aber ich verspreche euch, in nächster Zeit wird es auf jeden Fall wieder regelmäßig Kochvideos von mir geben. Heute machen wir eine glutenfreie Pizza mit Nusskäse, die auch ziemlich schnell und einfach zubereitet werden kann. Los geht's! So, den Teig stellen wir schon mal aus drei verschiedenen Mehlen her. Und zwar aus Maismehl, davon habe ich jetzt 150 Gramm. Mhm. Dann Buchweizenmehl, 100 Gramm. So viel haben wir aber. Ja. So viel ist es. Was ist das? Das weiß ich nicht. Achso, Reismehl. Reismehl, 50 Gramm. Ein Teelöffel Backpulver, ein Teelöffel Chiasamen, ein Teelöffel Salz und außerdem noch 3 bis 4 Esslöffel Öl. Könnt ihr am besten Olivenöl nehmen, aber jedes andere geht auch. Das machen wir jetzt. Und dann kommt noch Wasser dazu. Wasser? Genau. Das ist genau wichtig. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und zum Schluss noch 150 Milliliter Wasser. Das müssen wir jetzt durchrühren, das ist ein Teig. Am Anfang merkt ihr noch, wie der Teig ganz schön klebrig ist. Aber zum Schluss ist er auch echt, also wird er durch das Buchweizenmehl vor allem auch richtig schön geschmeidig. Und ihr könnt dann ganz einfach erstmal so einen Ball daraus formen und den erstmal in der Schüssel liegen lassen und beiseite stellen. So, wie gesagt, das ist ein sehr einfaches und schnelles Rezept. Und für die Soße könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr möchtet, mehr Aufwand betreiben. Ihr könnt Zwiebeln anschwitzen, Knoblauch anschwitzen, frische Kräuter verwenden, wenn ihr welche habt. Habe ich nämlich jetzt auch nicht hier. Das ist jetzt wirklich mal die schnelle Variante, die ich einfach immer mache, wenn man, wie so oft, halt wenig Zeit hat. Ich mag das gern knoblauchig, deswegen 13 Knoblauch. Dann habe ich hier eine ziemlich große Tomate, also könnt ihr vielleicht auch 2 nehmen dann. Außerdem ein bisschen Tomatenpassata. Ich nehme immer beides, also frische Tomaten und Passata oder auch Tomatenmark, wenn ihr es zu Hause habt. Einfach um das ein bisschen intensiver tomatiger werden zu lassen. Das reicht schon. Das war jetzt vielleicht noch nicht mal eine halbe Tasse wahrscheinlich. Ich improvisiere da übrigens auch immer in der Soße so ein bisschen und schmeckt die dann halt ab. Dann kann man eigentlich nicht so viel verkehrt machen. Genau, ein kleiner Esslöffel Öl. Ein kleiner Esslöffel Öl habe ich reingemacht. Außerdem Salz. Ja. Willst du reinmachen? Soll ich reinmachen? Nee, ich will reinmachen. Du willst reinmachen. So. Dann ein bisschen Pfeffer. Warum hier auch Pfeffer? Das ist immer wichtig, ne? Ist immer wichtig, genau. Dann habe ich hier einfach trockene Kräuter der Provence. Wie gesagt, wenn ihr frische Kräuter habt, nehmt auf jeden Fall frische Kräuter. Und ich habe Kräuter der Provence einfach genommen. Ihr könnt auch Thymian, Basilikum, ein bisschen Wetterpusten, Majoran, alles extra nach eurem Geschmack hinzugeben. Raufstellen und schön fein mixen. Einmal kosten und gut. Sehr lecker. Ich will auch noch einmal kosten. Du willst auch einmal kosten? Mhm.
Dann bin ich ja gespannt jetzt. Dann braucht ihr ein Backblech mit Backpapier oder alternativ auch ein Backblech einfach mit Öl bestreichen, geht genauso. Gebt euren Teig darauf, drückt ihn mal so ein bisschen flach. Der wird am Rand hier so eine Risse bekommen, das ist aber ganz normal. Und dann mit einem Nudelholz den ganzen Teig schön vorsichtig auf dem ganzen Blech verteilen. So, den könnt ihr eigentlich ausrollen, so flach wie ihr möchtet. Ich habe jetzt, kann ich jetzt schon sagen, vielleicht einen halben Zentimeter oder so. Und den Rand, den könnt ihr jetzt einfach mit den Fingern einmal lang gehen. Und könnt den so ein bisschen hochschieben, sozusagen als kleine Mauer für die Soße, die wir gleich drauf machen. Jetzt kommt die Soße da drauf. Jetzt nehmen wir eine Gabel. Ja, warum denn Gabel? Und stechen den Teig einmal überall ein bisschen ein. Und geben die Tomatensauce drauf. Und kratzen das raus. Das ist das. Und überall verteilen, genau. So, was ihr als Belag nehmt, ist jetzt eigentlich euch überlassen. Ich mache jetzt hier ganz einfach Tomaten, bisschen Zucchini und Räuchertofu. Natürlich geht noch Zwiebeln, Paprika, Mais, alles mögliche, was ihr euch vorstellen könnt. Das ist lecker, der Tofu. Könnt ihr auf die Pizza legen. Oder was ihr gerade im Kühlschrank habt, zum Beispiel wäre jetzt auch Kürbispizza ziemlich lecker. Kann ich mir gut vorstellen. Müsst ihr halt den Kürbis in ganz dünne Scheiben schneiden. Willst du die Zucchini-Scheiben drauflegen? Upsa. Ich lege ein Tuff. Da wird das hier drauflegen. Ja. Dann lege ich das in die Mitte. Das soll nämlich eine Sonne werden. Eine Sonne soll das werden? Mhm. Mhm. So. Ist das eine Sonne? Ja. Cool. Eine Sonne. Eine Sonnenpizza. Haben wir doch cool gemacht, die Sonnenpizza. Mhm. So, jetzt machen wir noch den Nusskäse. Dafür habe ich hier Cashews. Ich will eine Nuss haben. So, 150 Gramm. Drei bis vier Esslöffel Hefeflocken. Einen halben bis einen Teelöffel Schwefelsalz. Dann noch so einen halben Teelöffel Salz. So, dann Wasser. 100 Milliliter habe ich jetzt mal gemacht. Und den mixen wir jetzt. Beim Nusskäse improvisiere ich eigentlich immer und messe eigentlich selten die Zutaten ab. Deswegen muss ich das jetzt gerade mal so spontan machen. Also ich habe jetzt noch mal 50 Milliliter Wasser dazugegeben. Also 150 Milliliter Wasser. Drauf. Die Creme war eben noch ein bisschen arg fest. Am besten schön gleichmäßig über der ganzen Pizza verteilen. So, ich habe den Ofen schon mal vorgeheizt auf 200 Grad Umluft. Da kommt die Pizza jetzt rein für ca. 20 bis 25 Minuten. Und dann schauen wir mal, wenn ihr zu Hause keinen Umluftherd habt, dann ein bisschen länger drin lassen. Also so 25 bis 30 Minuten dann. Genau, und dann mal schauen. Okay. Das waren jetzt genau 25 Minuten. So, dann schneide ich sie mal an. Verbrenne meine Finger. Ich hoffe, für uns beide. Für uns beide? Mhm. Wann schneidest du das durch? Ich mache mal so ein Stück jetzt ab. Und puste dir das erstmal kalt, ja? Ja. So, willst du mal kosten? Ja. Ich glaube, es ist schon abgekühlt. Kommst du mal hoch? Guten Tag. So, wo das geht.
Schon kalt? Hm. Schmeckt gut? Hm. Hm. Ich streichel dir ein bisschen. Oh, das ist lieb. Hm. Mega lecker. Ja. Hm. Und das Gute, was eigentlich, also ich denke, bei einer Pizza auch ganz wichtig ist, dass man sie auch in die Hand nehmen kann. Mhm. Geht auch noch besser, wenn sie ein paar Minuten abgekühlt ist. Zumindest war das mal so. Und der Boden ist auf jeden Fall auch richtig schön knusprig geworden. Mh. 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 Lecker. Heiß. Mh. Ich will auch noch ein Stück essen. Macht ihr auch eins ab. Aber einen mit Tomate. Einen mit Tomate, ja. So. Ich mag ja Tomate. Das war auf jeden Fall Pizza. Endlich mal wieder. Tofu. Tofu. Endlich mal wieder ein neues Video gemacht. Ja. In diesem Sinne mal wieder viel Spaß beim Nachmachen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.